Slalom fahren, fährt man doch eigentlich an der Stange vorbei, oder? Liechtenstein, Michel Nummer 1163, Olympische Winterspiele aus dem Jahr 1997. Diese auf der Marke Liechtensteins gezeigte neue Slalomtechnik führt unweigerlich zu einem Sturz. Der Sportler bringt seinen Oberkörper rechts und seinen Unterkörper links ganz nahe an die Torstange, welche er mit der linken Hand zur linken Seite wegdrückt. Damit verhindert er zwar das Hängenbleiben des Oberkörpers, stellt sich aber gleichzeitig quasi selbst ein Bein bzw. Stange. Und wie handhaben das die Slalomfahrer unter euch so? Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Einen herzlichen Dank geht an Wolfgang aus dem Bundforum, der den gezeigten Fehler dort sehr schön beschrieben und herausgearbeitet hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!